So Leute, willkommen zum letzten Part für heute. Da ist was hinter dem Ölfass. Also ich habe den Weg dahin übersprungen. Hey, ich habe da ein Blatt Papier gefunden. Weil es eigentlich unnötig ist, diesen Weg hier zu zeigen. Es ist eine Art Karte. Da hat jemand ein paar Notizen aufgekritzelt. Gruselige Stufen, Freund von hinter der Wand. Von hinter der Wand, ein stündender Tunnel. Hört sich bekannt an, oder? Da ist noch mehr. Der Doppelgänger, der lebende Brute. Ein Geisterzug, ein Spukhaus, insgesamt sind es 7. Kindermar 2, sage ich nur, Kindermar 2. Was soll das bedeuten? Dazu müssen wir ihn wohl fragen. Er scheint auf jeden Fall viel über die Stadt zu wissen. Ach, nach diesem Part muss ich mal ein bisschen chillen und ein bisschen essen. Ich habe auch Hunger. Ich habe auch genügend aufgenommen. Für heute. Digga, weg mit dir. Ich verstehe immer noch nicht, warum er nur 7, irgendwie nur 4 anzeigt, obwohl ich 7 habe. Also was war mit den anderen Stationen? Waren die irgendwie jetzt optional oder warum hat er jetzt nicht alle gezeigt? Aber naja, egal. Ich wiederfrage es nicht, ich lasse es einfach mal so. Und was sagst du der Karte? Jetzt kommt eine kleine Quizshow. Hey Leute, kann ich euch helfen? Ja, das kannst du. Wir haben da eine Frage. Okay, raus damit. Mal sehen, ob ich helfen kann. Geht in der Stadt irgendwas Merkwürdiges vor? Ich meine, hier gibt es doch viele Rätsel, oder? Wie zum Beispiel gruselige Treppen. Oh. Ihr erkundet also genau wie ich die 7 Wunder der Stadt? Ja, sowas in der Art. Ich wollte eigentlich vor Ende meiner Nachforschung mit niemandem darüber reden, aber... Okay, ich erzähle euch, was ich bisher herausgefunden habe. Wenn ihr mir die folgenden Fragen beantworten könnt. Was? Es geht um die Stadt. Ich will herausfinden, wie ernsthaft ihr sie erkunden wollt. Ach, die Fragen. Was ist auf der Anhöhe? Bahnhofsplatz. Was steht auf dem schwarzen Brett auf der Anhöhe? Das nicht. Oder ein Mehrsatzeis. Wie viele Waggons hat der Zug, der man auch so sehen kann? Nur einen. Habe ich alle Fragen richtig beantwortet? Richtig, okay, wie. Hey, geil, ich habe alle Fragen auf Anhieb und beantwortet. Okay, versprochen ist versprochen. Ich sage euch, was ich weiß. Das habe ich bisher noch nicht einmal geschafft. Ja, Mann. Ich habe herausgefunden, dass alle Wunder etwas gemeinsam haben. Sie sind alle erfunden. Nichts als nur moderne Märchen und Gerüchte. Was? Diese Treppen zum Beispiel. Totaler Blödsinn. Die Wahrheit ist einfach nur enttäuschend. Nur ein einfaches, verschlafenes Städtchen also. Tut mir ja leid. Alles reine Zeitverschwendung. Außer vielleicht das echte... das achte Wunder meine ich. Es gibt ein achtes? Das mit dem Baum, da draußen im Wald. Es gibt einen Baum. Wenn man den schüttet, dann fängt ein furchtbares Geräuschen an. Schräg, oder? Ich war allerdings noch nicht da. Dann kann ich euch also nicht viel dazu sagen. Aber die Leute erzählen, sie fühlen sich dort beobachtet, obwohl der Ort verlassen ist. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist er das aber auch nicht. Ich wollte den Trick später rausfinden. Viel Glück dabei. Ich sollte meine Erkundungen wieder aufnehmen. Erzählt bitte nichts weiter. Okay. Ich habe es auch wieder mit dem Lesen, verdammt. Das war nicht sehr hilfreich. Vielleicht war es das aber auch. Was? Er sagte, die Leute würden sich draußen im Wald beobachtet fühlen, oder? Vielleicht ist das Shions Ziel. Vielleicht. Okay, sehen wir mal nach. So, 4 Minuten sind schon vergangen von diesem Part. Schlage die Bäume im Wald. Ich weiß auch, welchen Baum man schlagen muss. Zum Glück kenne ich mich mit diesem Spiel hier aus und Schattenleuche fickt euch. Mondstein, 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 der Mondstein ist so klar. So, da kommen wir hier raus. Müssen wir nicht gleich einen extra Umweg machen. Und nebenbei kann man die Musik genießen. Okay, jetzt schon 5 Minuten genau gesagt. Jetzt
Das sind 5 Minuten. Okay, noch 15 Minuten, dann beende ich den Part. Ich bin schon echt weit gekommen. Das ist gerade der 15., 14. Part, keine Ahnung. Und schon weit gekommen. Welchen Baum? Das war der hier. Nein, das war er nicht. Welcher verdammte Baum war das nochmal? Das war doch der. Ey, welcher Baum war es nochmal? Achso, wo die Blätter runterfallen. Genau, ein bisschen dämlich. So. Okay. Ist da etwas? Hey, wir haben einen. Es ist Tarzan. Schnell, Roxas, lass ihn nicht entwischen. Okay. Hier sind keine Schatztruhen, oder? Nein, okay. Ich verstehe aber nicht, warum ich jetzt nicht warum er das nicht anerkennt, dass ich alle Schatztruhen habe. Deswegen meinte ich, wir gehen später zu diesem Haus hier. Und Boss Teil. Meinst du, das ist er? Kein Wunder, dass Shion Probleme hatte. Er ist richtig mit der Umgebung verschmolzen. Und wo ist sie? Wahrscheinlich immer noch auf der Suche nach ihm. Was machen wir jetzt? Tja, ein Ziel ist ein Ziel. Egal, was, wer es ausschaltet, erledigen wir es, bevor es verschwindet. Geht klar. Okay. Los geht's. Du Wichser. So. Das muss man triggern. Jetzt kommt jemand zur Hilfe. Shion? Shion! Roxas! In your face! Shion! Konzentrier dich, Roxas. Wir müssen erst das Ding da erledigen. Das ist doch voll eklig, so eine Zunge ins Gesicht zu bekommen. Und er hat alles wieder voll. Und ich bin tot. Fortsetzen. Mann, oh 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 Mann. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht normal. Also die Sequenz. Muss ich... Ach so. Du ekliger Fettkopf. Axel, greif mal schön an. Okay. Das war knapp. So. Okay. Abhauen. Er macht wieder mit seinem Schwanz. Ich wusste es doch. Und erledigt. Knapp, knapp. Aber der Fehler machen muss doch echt nicht sein. Shion, bist du okay? Nee, ich habe gerade eine Zunge ins Gesicht bekommen, also nee. Roxas? Roxas? Das sah schmerzhaft aus. Musste wohl auch, glaube ich. Mir geht's gut, danke. Es ist nur...
Du kannst uns alles erzählen, aber lass uns zuerst irgendwo hin, wo man sich hinsetzen kann. Auf eine Bank. Und wie ihr gesehen habt, man hat gerade nur gesehen, dass Axel sie nur mit Kapuze sehen kann. Bitte. Und schon wieder mit Kapuze. Danke. Und reinbeißen. Und jetzt ohne Kapuze. Ist auch, sonst schmilzt es. Ich weiß. Was ist? Hast du keinen Hunger? Man sieht es ja. Also wenn Roxas mit Shion redet, Kapuze weg. Wenn Axel mit dir redet, Kapuze an. Das hat eine bestimmte Bedeutung, was das heißen soll. Willst du erzählen, was los ist? Wir sind für dich da, wenn du es dir von der Seele reden willst. Okay, Roxas. Ja, dafür sind Freunde da. Ich kann nicht. Ich kann das Schlüsselschwert nicht mehr benutzen. Und ohne es kann ich meine Arbeit nicht erledigen. Kannst du eigentlich schon, wie die anderen. Was ist passiert? What happened? Weiß ich nicht, aber wenn ich keine Herzlosen mit dem Schlüsselschwert besiege, dann gehen die freigelassenen Herzen wieder in andere Herzlose. Ich erledige sie an einem Ort und tauchen an einem anderen wieder auf. Ich soll Herzen sammeln, so lauten meine Befehle. Ohne das Schlüsselschwert bin ich nutzlos. Kannst du ihr helfen, Axel? Ich wünschte, ich könnte das. Aber es ist wie sie sagt, ohne Schlüsselschwert geht nichts. Sie werden mich in einen Dämmerling verwandeln, wenn sie merken, dass ich nutzlos bin. Komm schon, Axel, überleg dir etwas. Das kannst du doch, komm schon. Hey, mir qualmt schon der Kopf, aber es gibt keine Möglichkeit. Moment. Was, erzähl schon. Ich weiß, was er sagen wird. Was, wenn du extra Schichten einlegst, Roxas? Was? Was meinst du damit, Axel? Du musst mehr arbeiten. Shion, bis du das Schlüsselschwert wieder benutzen kannst, musst du immer mit Roxas auf Mission gehen. Dann kann er die Herzen einsammeln, die du erlegst. Und niemand wird erfahren, dass du nicht mehr kannst. Axel, das ist brillant. Brillant. Aha, aber das heißt auch, dass du doppelt so viele Herzen sammeln musst, Roxas. Das schaffe ich. Macht's dir nichts aus? Nee, natürlich nicht. Aber... Hey, Freunde müssen füreinander da sein, nicht wahr, Roxas? Richtig. Danke. Und heißt das, dass du und ich Freunde sein können, Axel? Natürlich. Ja, wusstest du das nicht? Roxas Freunde sind auch meine Freunde. Vielen Dank, Roxas, Axel, danke. Jetzt sieht man sie ohne Kapuze. Ist jetzt ein Eis. Also jetzt sind ja die beiden jetzt Freunde, also Axel und Shion. Jetzt kann er sie auch normal sehen. Aber das hat eine bestimmte Bedeutung, dass man Shion nur mit Kapuze sieht. Und die anderen Luftgrätsche 2. Ja, das ist gut, Luftgrätsche. Tag 75. Unzertrennlich. Shion. Was geht? Guten Morgen, Roxas. Hey. Bereit, das mal zu versuchen? Ja, komm. Aber erstmal chillen. Zusammen. Wie seht ihr das? Ja, ist es ein Problem? Was in aller Welt hat euch geritten, so etwas zu einer Zeit zu fragen? Wir leiden an Personalmangel und ich soll trotzdem zustimmen? Warum nicht? Axel. Warum nicht? Hört sich nach einer guten Idee an. Zwei halbe Gläser ergeben ein volles. Zusammen können wir schwierige Missionen erledigen. Echt? Okay, wie ihr wollt.
Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Wieder hat man das gesehen. Er, also Sykes, hat nur sie mit Kapuze gesehen. Heute soll ich Axel helfen, Shion zu finden, und wir haben es tatsächlich geschafft. Endlich haben wir zu dritt Eis gegessen. Das war schön, aber Shion kann ihr Schlüsselschwert nicht mehr benutzen. Axel meinte, Freunde würden sich gegenseitig helfen. Ich werde also mit ihr auf Mission gehen, bis sie ihr Schlüsselschwert wieder benutzen kann. Okay, Luftgrätsche werde ich mal einsetzen. Luftgrätsche, Luftgrätsche, Luftgrätsche. Da. Verdammt. Ach, nicht verdammt. So. Seht euch mal jetzt meine coole Fähigkeit an. So. Weg mit dir. Sei doch nicht so aggressiv, hallo? Ich habe nur guten Tag gesagt. Axel! Du und sie, ihr kriegt das schon hin. Erregt aber kein Aufsehen, okay? Ach übrigens, hast du die Bonusanzeige vollständig gefüllt, Roxas? Die Organisation benutzt diejenigen, die sorgfältig arbeiten. Versuch's mal, fülle die Anzeige für die Tage 51 bis 55 und rede mit Sykes. Vielleicht gibt er dir was. Habe ich das auch geschafft? Weiß ich nicht. Entweder ihr zwei erledigt die Arbeit von drei oder diese Abmachung hat ein Ende. Nein, habe ich nicht geschafft. Okay. Erforsche das Schloss des Biestes, kommt später. Vielleicht die Schattenflecke kann man nicht auch noch machen. Ach, okay. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal.